Liebe Spielraumkinder, liebe Spielraumeltern, wir haben uns hier heute nochmal in der Stadthalle getroffen und haben den Eindruck gehabt nach den ersten Videos, es hat euch sehr gefallen. Da es mit dem Coronavirus noch etwas dauert, möchten wir den Kindern die Zeit zu Hause versüßen, die den Spielraum im Moment nicht besuchen dürfen. Und wir haben jetzt heute den Kasperl dabei, der freut sich schon und ist schon ganz aufgeregt. Und deswegen möchte ich eigentlich auch gleich mit der Daniela aus der Käfergruppe und mit der Marie aus der Igelgruppe loslegen. Wir haben das erste Stück, da geht es um den selbstgebackenen Apfelkuchen. Genau, dann legen wir auch schon los. Tri, tra, tro, la, la, tri, tra, tro, la, la, der Kasperl, der ist wieder da. Tri, tra, tro, la, la, tri, tra, tro, la, la, der Kasperl, der ist wieder da. Ja, hallo Kinder. Seid ihr auch schon alle da? Ja. Ja. Ja, das ist schön. Ich habe heute schon richtig gute Laune. Es freut mich, dass ich heute schon so schöne Äpfel in Großmutters Garten gefunden habe. Mein ganzes Körbchen ist voll. Wartet, ich hol's mal schnell. Oh, das ist ganz schön schwer. Ich glaube, ich muss es hier irgendwo abstellen. Oh, ja, genau. Diese schönen Äpfel muss ich, glaube ich, meiner Freundin Gretel zeigen. Ich mache mich mal auf den Weg zur Gretel, denn die Großmutter ist noch beim Einkaufen, der kann ich es erst später zeigen. Ich rufe mal nach Gretel, vielleicht kommt sie auch gleich. Gretel, Gretel. Kinder, könnt ihr mir bitte helfen? Ich glaube, die hört mich nicht. Zählen wir? Ich zähle bis drei und dann ruft ihr, okay? Eins. Zwei, drei, Gretel, Gretel. Ja, was ist denn hier los? Hallo Kasperl, hallo Kinder. Ist was passiert? Ihr habt sicher einen Grund, weshalb ihr so laut ruft. Gretel, schau mal in mein Körbchen, dann weißt du schon, weshalb ich dich gerufen habe. Oh, die sind schön. Das sind ja wunderschöne saftige Äpfel. Kasperl, aber sag, wo hast du die denn her? Die habe ich alles aus dem Garten der großen Mutter. Du meinst wohl Großmutter. Ah, richtig, Großmutter. Warum heißt sie eigentlich Großmutter? Meine Großmutter ist nämlich gar nicht groß. Nein, nein, sie ist klein. Sie ist sogar kleiner als ich. Ich sage jetzt einfach Kleinmutter zu ihr. Du weißt doch noch, bei der Kleinmutter im Garten, ganz unten steht der kleine Baum, der noch nie Früchte getragen hat. Und heute, als ich in den Garten hinunterlief, traute ich selbst meinen Augen nicht. Hat dieser kleine Baum doch so viele gute Äpfel? So schöne Äpfel von Großmutters Garten. Na, die wird staunen. Kasperl, ich habe eine Idee. So, du hast eine Idee? Na dann sag schon, ich bin schon ganz neugierig. Wir könnten doch der Großmutter eine Freude machen und ihr einen leckeren Apfelkuchen backen. Den mag sie doch immer so gern. Oh Gretel, das ist eine gute Idee. Dafür bekommst du gleich ein Küsschen. Aber ein bisschen wenig sind es schon. Ach was, ich gehe schnell noch einmal in Großmutters Garten und schau nach, ob ich noch ein finde. Bestimmt habe ich vorher einige Äpfel übersehen. Oh Kasperl, das ist aber lieb. Ich gehe dann gleich und fange mit dem Teig an. Also bis später. Tschüss. Lustig ist das Räuberleben, da di da di o. Lustig ist das Räuberleben, da di da di o. Was ist denn das? Ein Korb voll mit saftigen Äpfeln. Es ist niemand hier. Dann nehme ich sie mal schnell mit. Werden schon niemandem gehören. Lustig ist das Räuberleben, da di da di o.
lustig ist das Räuberleben, da-di-da-di-o. Na, wo ist denn der Korb mit den Äpfeln? Der Kasperl hat sie doch hier hingestellt. Kinder, habt ihr den Korb mit den Äpfeln gesehen? Ja. Und wer hat ihn genommen? Der Räuber, der Räuber. Was? Und hat er auch erzählt, wo er sie hinbringen will? In die Räuberhöhle. So? In die Räuberhöhle? Das muss ich ganz schnell dem Kasperl erzählen. Kinder, helft mir, den Kasperl zu rufen. Kasperl! Kasperl! Ja. Was ist denn hier los? Wer ruft mich denn so? Gretel, bist du denn schon mit dem Teig fertig? Brauchst du die anderen Äpfel? Aber nein, Kasperl, es ist viel schlimmer. Was? Schlimmer? Stell dir vor, der Korb mit den Äpfeln ist weg. Was? Wie weg? Wo soll er denn hingegangen sein? Der hat doch keine Beine. Die Kinder haben gesehen, wie der Räuber den Korb geklaut hat. So, der Räuber. Dieser Schurke. Na warte, diesen Dieb werden wir schon kriegen. Aber wie denn, Kasperl? Kinder, wisst ihr auch, wo er mit unserem Apfelkorb hingegangen ist? In die Räuberhöhle. So, in die Räuberhöhle. Das habe ich mir fast gedacht. Komm, Gretel, wir gehen in den Wald. Dort werden wir den Räuber schon finden. Und mit ihm auch unsere Äpfel. Ja, Kasperl, hoffentlich. Okay, komm, wir gehen los. Oh, Kasperl, hier ist es aber finster. Hast du Angst, Gretel? Ja, ein bisschen schon. Aber Gretel, das brauchst du nicht. Ich bin doch bei dir. Ja, Kasperl, aber wo gehen wir jetzt hin? Zur Räuberhöhle. Weißt du denn, wo die ist? Aber ja, ganz drinnen im tiefen Wald. Dort finden wir den Räuber und die Räuberhöhle mit unseren Äpfeln. Kasperl? Kasperl? Ja, was ist denn? Psst, psst. Hast du das auch gehört? Was denn? Ich höre nichts. Jetzt, das. Hast du es nun gehört? Ja, das war der Räuber. Wir müssen ganz leise sein, sonst hört er uns noch. Kasperl, was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Wir nehmen die Abkürzung. Und dann? Dann fangen wir ihn. Komm schnell, Gretel, wir müssen schnell laufen. Ja, jetzt haben wir es auch geschafft. Wir müssen uns nur noch verstecken und abwarten, bis er kommt. Kinder, wenn ihr den Räuber seht, dann ruft ihr ganz laut. Aber erst, wenn er hier ist, die Gretel und ich kommen dann. Gretel, du schnappst dir dann schnell den Korb und ich fange den Räuber. Oder noch besser, ich nehme diesen großen Stock. Den hier. Den nehme ich und mit dem Stock verjage ich den Räuber. Gut, Kinder, dann kann's losgehen. Ich versteck mich hier. Lustig ist das Räuberleben, da-di-da-di-o. Lustig ist das Räuberleben, da-di-da-di-o. Den Apfelkorb habe ich mitgenommen und bin damit zur Räuberhöhle gegangen. Ich hab ihn! Ja, Kinder, ihr habt uns doch gar nicht gerufen. Wir haben es jetzt zum Glück noch schnell gemerkt. So, du Tagedieb, wir werden dir helfen, einfach unsere Äpfel zu klauen, aber mit dir in die Räuberhöhle. Und lass dich bloß nicht mehr blicken, sonst holen wir die Polizei. Oh, Hilfe, Hilfe! Kasperl, alle Äpfel sind noch im Korb.
Na, das will ich auch hoffen, dass der keinen gegessen hat von unseren schönen Äpfeln. Schau, Kinder, die sind wirklich schön. Bin ich froh, dass wir unsere Äpfel wieder haben. Ja, und dass der Räuber wieder in seiner Räuberhöhle ist. Und jetzt müssen wir aber schnell zurück, sonst wird unser Kuchen nicht mehr rechtzeitig fertig. Ja, Gretel, wir gehen schnell. Dann machen wir gemeinsam den Kuchen fertig. Dann geht es schneller. Bis gleich, Kinder. Oh, Gretel, vor lauter Aufregung um die geklauten Äpfel. Wir müssen jetzt schleunigst den Kuchen backen. Und dann müssen wir noch zur Großmutter, die wartet schon auf den Kuchen. Ja, Kasperl, da hast du recht. Aber vor lauter Aufregung hätten wir fast was vergessen. Die Kinder. Die Kinder? Ja, aber natürlich. Die waren ja auch tatkräftig bei uns dabei. Die waren ja so lieb und haben uns geholfen, die Äpfel wiederzufinden. Genau, liebe Kinder. Da möchten wir euch sehr, sind wir euch sehr dankbar. Und ich hoffe, wenn ihr wiederkommt zu uns in den Kindergarten, dann können wir uns vielleicht den Apfelkuchen gemeinsam teilen. Oh ja, danke, liebe Kinder. So, Gretel, wir gehen jetzt zur Großmutter und bringen ihr den Kuchen. Und zum Schluss singen wir noch gemeinsam das Kasperlied mit den Kindern. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei. Tri, tra, trolala, tri, tra, trolala, der Kasperl, der war wieder da. Tschüss, Kinder, tschüss. Tschüss. Tri, tra, trolala, tri, tra, trolala, der Kasperl, der ist wieder da. Hallo, liebe Kinder. Ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, wir haben sogar noch ein zweites Stück dabei. Wenn ihr das sehen möchtet, da geht's um mich. Und um den Seppel. Und wir sind plötzlich keine Freunde mehr. Aber seht selbst in der Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das ist ja eine Überraschung. Kinder, kennt ihr das mit den Freunden? Da kann ich jetzt gute Freunde gebrauchen. Ich habe nämlich keinen Freund mehr. Ihr wisst doch, dass mein allerbester Freund der Seppel war. Ja. Mit dem habe ich mich wirklich immer gut verstanden. Und jetzt ist der Seppel nicht mehr mein Freund. Soll ich euch verraten, weshalb? Ja. Tja, das war so. Gestern haben der Seppel und ich Fußball gespielt. Und dann habe ich ihm gegen das Bein getreten, damit ich besser ein Tor schießen kann und gewinne. Und dann habe ich auch gewonnen. Und der Seppel hat geschrien. Und er ist dann einfach weggegangen. Er hat mich noch gerufen und wollte wissen, warum ich das gemacht habe. Er hat gerufen, Kasperl, du bist nicht mehr mein Freund, nie wieder. Jawohl, nie wieder, hat er gesagt. Und jetzt habe ich keinen Freund mehr. Das ist doch traurig, nicht wahr, Kinder? Ja. Ach Kurt, wer jammert denn da so? Oh, und die Kinder sind auch alle da. Guten Tag, ihr lieben Kinder. Kasperl, bist du das? Ja, Großmutter, das siehst doch, dass ich es bin. Aber Kasperl, ich meine doch, ob du hier so jammerst.
Ja, das stimmt auch. Weißt du, Großmutter, der Seppel und ich, wir sind keine Freunde mehr. Oh, so? Das ist mir neu. Und wieso nicht mehr? Ich habe ihn beim Fußballspielen gegen das Bein getreten. Ja, ja, solche Sachen passieren eben beim Fußballspielen. Aber du hast doch sicher das nicht mit Absicht gemacht, oder? Oder etwa doch, Kasperl? Ich glaube... Na, was glaubst du? Ich glaube, ich habe den Seppel absichtlich getreten. So, so? Du hast ihn also absichtlich getreten? Mein lieber Kasperl, da mach dir aber ganz schnell Gedanken, wie du das wieder gut machen kannst. Ja, Großmutter, das werde ich. Da muss ich mir noch was überlegen. Das glaube ich auch. Da muss sich der Kasperl noch was überlegen. Sonst ist der Seppel wirklich böse. Dieser gemeine Kasperl, der ist nicht mehr mein Freund. Aber Seppel, mein Bub, sag doch nicht solche Sachen. Doch, Großmutter, der Kasperl, der ist so gemein. Der hat mich mit dem Fuß getreten, dieser... Aber Seppel, hör doch auf. Ich will gar nicht so böse Schimpfwörter hören. Aber mein Freund ist der Kasperl nicht mehr. Nicht nach dieser Aktion. Oh, nicht? Und wenn es dem Kasperl aber leid tut? Leid tut? Ist mir doch egal. Oh, Seppel, jetzt sei doch nicht so. Doch, jetzt bin ich so. Und ich bin stinksauer. Aber Seppel, überleg doch, wenn es dem Kasperl richtig leid tut. Ja und? Dann könnt ihr euch doch wieder vertragen. Ihr zwei seid doch sonst immer so dicke Freunde. Dem Kasperl, dem tut es bestimmt nicht leid. Der freut sich doch, als er gewonnen hat. Ich hab's ganz genau an seinem Blick gesehen. Und das war so, so gemein. Ja, gemein war es schon. Aber dem Kasperl tut sicher auch leid. Bist du dir da sicher? Woher weißt du das denn, Großmutter? Woher ich das weiß? Natürlich vom Kasperl. Vom Kasperl? Hat er gesagt, dass es ihm leid tut? Hat er es wirklich gesagt? Gesagt hat er es nicht, aber ich weiß es. Siehst du, gesagt hat er es nicht. Dann tut es ihm auch nicht leid. Und wenn es ihm nicht leid tut, dann ist er nicht mehr mein Freund. Basta. Das sind mir vielleicht zwei Buben. Sowas. Kinder, jetzt ist es mir eingefallen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, dass der Seppel wieder mein Freund wird. Wisst ihr es auch? Ja. Ich muss mich entschuldigen. Genau, ja, so richtig entschuldigen. Oh, und jetzt weiß ich noch was. Genau, darüber freut sich der Seppel ganz bestimmt. Kinder, ich habe ganz viele schöne Steine. Große Steine, kleine Steine, flache Steine, eckige und kantige Steine und Feuersteine und Glitzersteine. Einen habe ich, das ist mein schönster. Er ist wunderschön. Den schenke ich dem Seppel. Kinder, ist das nicht eine gute Idee? Ja! Hurra, hurra! Eine gute Idee. Ich gehe schnell und hole den Glitzerstein. Aber jetzt muss ich noch den Seppel rufen. Kinder, ich glaube, wenn ich den Seppel rufe, dann kommt er nicht. Er ist doch noch beleidigt mit mir. Könnt ihr nicht den Seppel rufen? Ich zähle wieder auf drei. Dann ruft ihr den Seppel, okay? Eins, zwei, drei. Seppel! 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 Ja, was ist? Kinder, habt ihr mich gerufen? Ja.
Und ich habe auch mitgerufen. Du hast mitgerufen? Und was willst du? Seppel, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das mit dem Fuß, das tut mir wirklich leid. Und ich werde mir Mühe geben, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Und zur Wiedergutmachung habe ich dir meinen schönsten Glitzerstein mitgebracht. Den bekommst du von mir geschenkt. Ui, wirklich, Kasperl? Wie großzügig von dir. Vielen Dank. Ja, der Stein ist nur für dich. Bist du mir noch böse, Seppel? Ach nein, ich freue mich so, dass du dich bei mir entschuldigt hast und wir nun endlich wieder Freunde sein können. Sind wir wieder die besten Freunde wie früher, Seppel? Ja, du bist mein allerbester Freund, Kasperl. Und du, Seppel, du bist wieder mein weltbester, super-duper Freund. Hurra, hurra! Komm, lass dich drücken, komm her. Oh. Ich freue mich. Am liebsten würde ich die ganze Welt umarmen. Oh, da fällt mir ein schönes Lied ein. Ein Lied? Ein Freundestanzlied. Sollen wir gemeinsam singen? Oh, ja. Kinder, möchtet ihr auch alle mitsingen? Ja. Ja. Ja, zuerst muss ich euch natürlich noch vorsingen, wie das Freundestanzlied geht. Seppelchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. So, Kinder, habt ihr das gut verstanden? Ich denke schon. Ich zähle wieder bis auf drei und dann singen wir gemeinsam, okay? Eins, zwei, drei. Seppelchen, komm, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Seppel, das war aber richtig schön. Nicht wahr, Kinder? Ja. Seppel, spielst du wieder mit mir Fußball? Na klar. Auch fein, dann treffen wir uns später am Fußballplatz. Abgemacht? Abgemacht. Also Kinder, leider müssen der Seppel und ich jetzt schnell zum Fußball spielen. Aber wir kommen bestimmt bald wieder zu euch oder beziehungsweise ihr hoffentlich bald in den Spielraum zurück. Dann sehen wir uns da wieder. Zum Schluss singen wir noch das Kasperlied. Singt ihr alle mit? Ja. Ja. Gut, fangen wir wieder an. Bei drei. Eins, zwei, drei. Tri tra tro la la, tri tra tro la la, der Kasperl, der war wieder da. Tschüss, Kinder, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. So, jetzt haben wir leider auch schon am Ende von unserem Stück. Wir hoffen natürlich, euch hat unser Kasperltheater gefallen. Und wir vermissen euch natürlich auch ganz schrecklich. Und beim nächsten Kasperltheater singen wir uns hoffentlich wieder im Spielraum, oder? Ich denke. Ja. Tschüss. Tschüss.